Hey Leute, schön, dass ihr wieder reinschaut und herzlich willkommen zu einem weiteren Deckcheck-Video von unserer Seite. Und vorab wieder ein großes Dankeschön, die vorigen Videos geliked, kommentiert und natürlich verlinkt und etc. haben. Großes Dankeschön, wie gesagt, von unserer Seite. Ja, was gucken wir uns heute an? Heute gucken wir uns das Mono-White-Deck an, das was ein bisschen beim Red Bull Untap-Turnier ein bisschen überrascht hat. Und auch jetzt bei den Wizards Finals dabei ist und es performt relativ gut, macht irrsinnig viel Spaß und das Deck wollte ich euch heute zeigen. So, wenn man uns das Deck hier genauer anschaut, man sieht, die Kurve ist relativ flach. Wir haben als einziger in 5-Mana-Bereich den Loxodon, wobei wir ihn niemals in 5-Mana-Bereich ausspielen werden, sondern mit seiner schönen Fähigkeit Convoke hier mit unseren kleinen Kreaturen quasi die Mana generieren dafür und wir ihn natürlich relativ schnell ausspielen können. Der Vorteil ist bei Convoke, dass jede Kreatur, die was wir dafür tappen bzw. bezahlen für den Loxodon, mit einer +1/+1 Countermarke ausgestattet wird. Ja, warum ist das Mono-White-Deck hier so besonders? Und zwar, es ist nicht so extrem anfällig gegen Board-Wipe. Wir haben hier die Garnison-Katze, die was, wenn sie zerstört wird, also stirbt, eine 1-1er Human Soldier Kreatur Token erzeugt. Wir haben hier den Hunted Witness, der was, wenn er stirbt, einen 1-1er White Soldier generiert. Wir haben hier den Giant Killer, wo wir Kreaturen tappen können, auch gegebenenfalls mit der Adventure-Fähigkeit Instant eine Kreatur Power 4 oder größer destroyen können. Und wir haben den Selfless Survivor für quasi einen Protection, also Instructable, können wir eine Kreatur machen. Man sieht hier generell mit Witness und mit der Cat, wenn wir in einen Board Wipe reinfahren, dann tut es uns relativ wenig weh, weil sie sich eigentlich fast 1:1 ersetzen mit ihren Tokens. Somit macht das Deck schon mal interessant gegen die ganzen Thema Reclamation, gegebenenfalls Band Control, die was mit Board Wipes arbeiten. In der 2-Mana-Klasse haben wir Basris Solitary, wo wir nochmal alle unsere Kreaturen mit einem +1/+1 Counter ausstatten. Natürlich wollen wir unsere 1-1er Kreatur so mächtig wie möglich machen. Und da hilft uns natürlich die Solitary. Raised Alarm darf natürlich nicht fehlen. In erster Linie natürlich wegen Convoke, wegen Loxodon. Und auch natürlich, um das Board relativ aggressiv zu gestalten. Das Sandsand Hellblade ist natürlich eine wunderbare gute Karte und recht starke Karte und zwar erstens relativ günstig mit 2 Mana. Er ist eine 3-1er und wenn wir eine Karte natürlich discarden von unserer Hand, dann bekommt er Instructable bis zum Ende des Zuges. Das heißt Burn Spells, Board Wipes. Das einzige, was ihn gefährlich machen könnte, sind Exilsprüche. Aber den Großteil können wir hier natürlich abfedern. Also irrsinnige, gute und starke und wichtige Karte in dem Deck. Ja, natürlich für den Attack brauchen wir ein bisschen Unterstützung. Und da haben wir im 3-Mana-Bereich der Unbreakable Formation. Die haben wir zwei Variationen. Entweder wir spielen sie im Instant-Bereich aus. Dann können wir unsere Kreaturen schützen, indem dass wir ihnen Instructable geben bis zum Ende des Zuges. Oder wir sprechen sie in dem Bereich, wo wir eine Hexe, also Hexerei aussprechen. Dann bekommen natürlich unsere Kreaturen nochmal +1/+1 Counter drauf und Vigilance, das heißt Wachsamkeit zusätzlich dazu. Ist eine irrsinnige, interessante und wichtige Karte, gerade im Bereich zum Schützen. Und natürlich, wenn man
selber attackt, dann spricht man die in der Main Phase aus. Dann kann man die Kreatur nochmal pushen. Und sie haben natürlich Wachsamkeit. Das heißt, man hat solide Blocker im nächsten Zug vom Gegner. Glorious Anthem ist hier natürlich ein bisschen die Lord-Funktion, dass, weil wir natürlich viele 1-1er spielen, haben wir hier natürlich eine Lord-Funktion in Enchantment. Und Kreaturen, die was wir kontrollieren, kriegen plus 1, plus 1. Ja, und wie am Anfang angesprochen, der gute Loxodon, den wollen wir natürlich so schnell wie möglich aufs Board bekommen. Darum die Klassefähigkeit Convoke. Und wenn wir Convoken, dann bekommen alle Kreaturen, die dafür getappt wurden, sind eine plus 1, plus 1 Marke. Ja, wir spielen 17 normale Länder, 4 Castle, um hier Tokens zu generieren, falls nötig. Hier im Sideboard gehen wir natürlich nochmal ein. Hier haben wir Fight as One. Da haben wir natürlich den Vorteil, wir haben Humans, wir haben Nicht-Humans. Und hier kann man nochmal zusätzlich ein plus 1 plus 1 und Instructable für entweder also für Humans oder No Humans. Man kann auch beides wählen. Der Bounty Agent haben wir hier viermal drinnen mit Wachsamkeit und wenn wir ihn quasi opfern, dann destroyen wir ein Legendary Permanence, that's an Artifact, Creature or Enchantment. Das ist natürlich sehr wichtig, gerade wenn wir gegen Decks spielen, die was Legendary Permanence haben. Da hilft uns natürlich der Bounty Agent sehr gut. Devout Discree ist natürlich ganz klar gegen Rakdos Sacrifice zum Beispiel, weil wir Black or Red treffen. Und wir können zusätzlich natürlich scryen, haben wir dreimal drinnen. Glass Casket ist im Prinzip auch gegebenenfalls auch ein bisschen gegen Rakdos Sacrifice oder gegen Decks, wo wir im Prinzip gegen Tokens arbeiten, wie Thema Reclamation, glaube ich, hat auch den Shark drinnen. Also alles, was irgendwie drei oder weniger hat, wollen wir natürlich mit Glass Casket treffen. Gideon Black Blade ist natürlich hier der Planeswalker, falls wir natürlich hier einen zusätzlichen Unbreakable, also Instructable Kreatur haben möchten, ordnen wir den natürlich rein. Und wir können natürlich mit seiner Plus 1 Fähigkeit hier eine Kreatur nochmal Instructable Lifelink oder Vigilance geben. Zu guter Letzt haben wir noch eine weitere und vierte Unbreakable Formation drin. Ja. Das war in groben das Deck, das was ein bisschen beim Red Bull Untap Turnier gut performt hat. Wir werden jetzt drei Best of 3 Matches spielen und schauen, was das Deck so drinnen hat. Also, bis gleich. Ja, da sind wir in Match Nummer 1 mit unserem Mono White Deck. So, wir gucken mal. Ja, ist jetzt nicht die prickelndste Hand, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde sogar Mulligan nehmen. Die gefällt mir persönlich sogar um eine Spur besser. Ja, wenn wir die Länder nachziehen, ist alles okay. So, mein Gegenüber überlegt noch, Mr. Sleepy. Ah, passt irgendwie ein bisschen zu der aktuellen Time-Situation. So, you go first, okay. Mein Gegner macht absolut gar nichts. Falls das ein bisschen länger dauert, werde ich das Ganze ein bisschen cutten. Okay, jetzt ist er. Wir werden es keepen und wir werden... Nein. Anthem wegtun.
Loxodon ist, will ich nicht unbedingt wegnehmen. Giant Killer ist ein super One, also 1-2 One-Drop. So, der Gegner ist relativ langsam. Vielleicht Netzwerkprobleme, vielleicht eine schlechte Internetverbindung, man weiß es nicht. Ah. Vielleicht Disconnects. Okay, Gegner geht auch auf 6 runter, das heißt Gleichberechtigung. Okay, wir haben da auf jeden Fall definitiv Black an der Stelle. Wir werden jetzt den Gegner mit sämtlichen One-Drops hier überfluten, damit dass wir nächste Runde Loxodon spielen können. Und dann dürfte unser Gegner schon relativ gut Probleme kriegen. Ah, okay, hier haben wir einen Death Touch. Der ist jetzt nicht so prickelnd. So, dann spielen wir den Loxodon aus und sagen Go. Wir können ihn natürlich rausnehmen mit dem Giant Killer. Das geht problemlos. Somit kriegen wir den Death Touch weg. Ich hoffe, er legt keinen zweiten. Er überlegt jetzt, wem er jetzt die Marke drauflegen könnte. Okay, auf dem Saver. Okay. Ist das Sleepy? Gut, was macht er? Eine. Okay, er legt definitiv eine zweite Death Touch. Das ist natürlich nicht das, was wir sehen wollen. Oh. Das ist natürlich. Das ist natürlich Premium. Er muss blocken. Ja, die können wir fast spielen. Das ist fast zu verlockend. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist fast zu verlockend gewesen. Jetzt muss definitiv was kommen vom Gegner. Also einen können wir raustappen. Okay. The Knight of the Evil Legion. Und nochmal Death Touch. Ne, wenn wir jetzt nochmal Unbreakable Formation bekommen, das wäre ja wirklich Premium. Zug. Oh. Und das ist natürlich. Jetzt muss ich mal kurz rechnen. Er muss 3 blocken. Wenn ich da hab, dann drucke er höchstens. Ja, das reicht. Leute, das reicht. Good game. Das muss reichen. Ja. Reicht auch. Ja, wir sehen uns gleich in Match Nummer 2. Bis gleich. Oh, das sind wir in Match Nummer 2. Hasi Pupsi Mausi trifft hier auf uns. Ah, ihr seht das leider nicht wegen meiner Kamera. Aber wir spielen gegen Hasi Pupsi Mausi. Na? Wenn das nicht ein Like verdient hat, der Name, weiß ich auch nicht. Sehr interessante Hand, keepen wir natürlich. Wir haben Raised Alarm, wir haben Survivor, wir haben Loxodon oben. Ah, haben wir schon Hallo gesagt? Sagen wir Hallo. Mono Rot?
Okay, noch nicht ganz. Ich glaube, ich spüre End of Turn vom Gegner, Raise the Alarm. Und dann Haunted Witchness. Ich glaube, das gefällt mir so persönlich besser. Browess. Ein Is-It Browess Deck. Naja, das haben wir mal gespannt. My turn, yes. Witness. Und dann Loxodon. Und dann. Ah, hätten wir sogar. Okay, habe ich mich sogar verrechnet. Hätten wir sogar noch einen Haunted Witness raushauen können. Gut, das Board ist voll mit sechs Kreaturen. Wir haben hier nochmal den 1-1er-Counter drauf. Die Frage, was der Gegner macht. Mit Browess spielt er natürlich viel Hexereien oder Instant. Wobei wahrscheinlich mehr Instant. Oh. Er spielt den Spirit Dragon. Okay, das ist sehr passiv. Das bringt ihm trotzdem ein bisschen in die verzwickte Situation. Da wir jetzt Basri Solitary oben haben und wir natürlich hier enorme Boardstärke bekommen. Wir spielen mal. Und attacken. Er muss definitiv was dagegen tun. Er ist ausgetappt, das heißt, Instant Speed können wir mal ausschließen. Und ja, da ist der Conceit. Hasi Bubsi Mausi ist vernichtet. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich in Turn Nummer 3. Da sind wir schon in Match Nummer 3. Geht relativ schnell. Man sieht, wie das Mono-White-Deck aggressiv. Oh, das ist ja Premium, Leute. Wirklich Premium. Gefällt mir. Gut, die Starthand werden wir keepen. Aha. Momentan in die Farben von Dimir. Kann natürlich jetzt Discard sein. Oder Mill. Okay, schaut definitiv nach Discard aus. Oh nice, das ist ja. Das ist ja quasi verlockend, was da auf uns zutrifft. Wenn jetzt nicht direkt eine Board-Wipe kommt hinterher, dann schaut schon relativ gut aus. Wir haben nämlich die Unbreakable Formation zwar, aber leider nicht das nötige Mana. Ja. Das habe ich mir fast gedacht. Der Survivor stirbt, der Hunter ersetzt sich quasi selber. Wobei, man könnte hier so machen. Das ist natürlich der interessanteste Move gewesen. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich fast geneigt, Survivor spielen und hier mal richtig Damage reinzukloppen und abzugeben. Wenn er jetzt sich austappt, würde ich sogar nächste Runde mit der Unbreakable Formation. Okay, er tappt sich nicht aus. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann würde ich gerne attacken. Es würde reichen. Achso, Exile. Ah. Ja, leider.
Das war ein bisschen doof gespielt jetzt von mir. Aber okay. Wir gucken trotzdem Aschak. Okay, ja, dann 2, 3. Bringt ihm das noch was? Ich glaube nicht. Nee. Bringt ihm so leider nichts. Dann da mal den Survivor runter. Er ist ausgetappt. Der kleine Missplay war jetzt Gott sei Dank nicht ausschlaggebend. Und wir haben trotzdem gewonnen. So. Das war das Mono White Deck. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Man hat ein bisschen die Power, die Durchschlagskraft gesehen. Natürlich jetzt nur im Best of One, weil Best of Three würde für ein Deckcheck-Video den Rahmen sprengen. Wenn ihr natürlich mehr Deckcheck-Videos sehen wollt, dann lasst natürlich einen Daumen da, kommentiert unter bei vielleicht welches Deck ihr als nächstes sehen wollt, was wir euch präsentieren sollen. Oder ihr wollt natürlich Best of 3 Deckcheck-Matches sehen, dann einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Dann wissen wir, was euch gefällt und dann können wir uns unser Format ein bisschen dran anpassen. Und ja, ich werde euch hier nochmal Videos verlinken vom letzten Deckcheck-Video, das Mono-Grün-Deck und Five Color Mizzet werde ich euch hier nochmal verlinken zum Angucken. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zusehen, tschüss, bis zum nächsten Mal, baba.